Jetzt fängt die Basis auch noch mit dem Mindestlohnwahnsinn an. Ja, das ist schrecklich. Also man kann so sagen, alle Parteien zerstören, ja, unser aller Leben. Ja, und deswegen gucken wir uns jetzt mal außer, wie gesagt, die Partei des Gemeinwohls, das wird und dann wahrscheinlich unsere einzige Lösungschance sein. Jetzt gucken wir doch mal hier. Nö, hier ist die heutige Thematik. Grüne, die Basis, Linke, SPD, FDP, CDU, Freie Wähler, AfD, DKP, LPD, Sozialistische Gleichheitspartei, NPD, Volt. So ruinieren sie uns alle. Sie ruinieren uns. Ja, wie ruinieren sie uns? Also die Grünen, auch die, wie die Basis, jetzt auch mit Mindestlohn und so weiter. Was ist eigentlich, was sind die zentralen vorteilbringenden Irrtümer? In den Grünen sind es viele Sozialspartler und viele NGOs, O-Mitglieder, bei die Basis auch viele Heilpraktiker und so weiter. Ja, und da sind die vorteilbringenden Irrtümer vorhanden, die dazu führen, dass es das ganze Land in eine Armee der Sozialfälle verwandelt wird, die man als Sozialspartler dann gewinnbringend betreuen kann. Ja? Also das heißt, was haben denn diese Parteien? Wo ist es denn? Was haben die denn? Also die haben gewisse Sympathien für pseudokommunistische Ideen. Es gibt eine gewisse Leistungsfeindlichkeit und Wettbewerbsfeindlichkeit, die kommt zum Beispiel bei der Basis auch zum Ausdruck, indem man kein Gesundheitswesen will, in dem die Leistung der Heilpraktiker gemessen wird, denn die Heilpraktiker wünschen sich natürlich sozusagen von den Krankenkassen völlig frei bezahlt zu werden, ohne dass gemessen wird, ob es sich bei einem Heilpraktiker um einen guten Heilpraktiker oder um einen Quacksalber oder Scharlatan handelt. Und das ist eben genau das Dilemma und das Problem. Ja, das heißt, erst einmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding, schneller hören macht Freude. Auf das rundliche Ding klicken, Wiedergabegeschwindigkeit auf 2. Schneller hören macht Freude, weil ich ja so langsam spreche. Generell sollten Sie alles schneller hören. Ja, und auf der anderen Seite haben die Grünen und die Basis und die SPD und die Linke auf der anderen Seite eben auch lassen die diese neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft weiterlaufen. Das heißt, sie schließen ihre Augen vor dem Riesenthema Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Ja, also sozusagen. Im Moment, alle Parteien tun einfach beide Hände vor die Augen und sagen, ja, wir sind irgendwo eine Suchtgesellschaft, ja, bei uns Alkoholiker, Drogensüchtige, Tablettensüchtige, Medikamentensüchtige, Nikotinsüchtige, also Tabakwarensüchtige, Süß-Zuckersüchtige, Übergewichtige. Wir haben alles, überall haben wir Suchtkranke. Ja, aber wir sind zwar irgendwo eine Suchtgesellschaft, aber das hat ja gar nichts mit dem Wirtschaftssystem zu tun. Das ist so ähnlich, wenn die Basis sagt, quasi sagt, ja,
Ja, wir haben da Schweinegrippeskandale, Vogelgrippeskandale und Corona-Skandale. Aber das hat ja gar nichts mit dem Wirtschaftssystem und dem Gesellschaftssystem zu tun. Das ist ja alles unabhängig davon. Das hat ja auch gar nichts mit dem Grundgesetz zu tun. Das hat nichts, es hat mit dem Wirtschaftssystem nichts zu tun, mit dem Gesellschaftssystem hat überhaupt nichts. Wir können diese neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische soziale Marktwirtschaft ja einfach so weiterlaufen lassen. Daran liegt es ja nicht. Nö. Und ja, und jetzt gucken wir es uns mal an. Jetzt droht ja auch uns das Übel nochmal auch von der anderen Seite. Nämlich im Moment sind ja Grüne, Linke und SPD könnten ja wahrscheinlich nach der Wenn die jetzigen Umfragen sich realisieren würden, wäre das ja auch eine Möglichkeit zu regieren. Dann wäre das jetzt auch eine Möglichkeit, wieder für alle, die sozusagen die pseudokommunistisch infiltriert sind, eine Möglichkeit, daran zu kommen. Ja? Also FDP, CDU, Freie Wähler und AfD glauben gnadenlos an den Marktradikalismus. Der Markt wird es schon regeln, der Markt wird es schon regeln. Dann haben wir hier die Deutsche Kommunistische Partei, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, die Sozialistische Gleichheitspartei, die natürlich ja, die stramm sozusagen DDR-mäßig drauf sind, also. Und die NPD, die gehört natürlich in die Nähe der AfD. Das ist quasi der rechte Flügel der AfD, könnte man sagen. Und wollt das, ja, das ist Europa. Ja, im Moment steht nicht Europa an, sondern im Moment, die Volt würde uns ruinieren, weil was wir brauchen, ist die Leistungsmessung von Politikern. Das habe ich ja schon tausendmal beschrieben. Und wenn wir die Leistungsmessung von Politikern wollen, dann müssen wir quasi die Länder, unsere Länder letztendlich zu Bundesstaaten umwandeln. Das heißt, damit die Landesregierungen von der Leistung her miteinander vergleichbar sind, müssen sie natürlich auch alles im Lande beeinflussen können, ne? Und deswegen müssen sie quasi so den Status oder die Vollmachten eines Bundesstaates bekommen, aber der also durch die übergreifende Bundesregierung überhaupt nicht beeinflusst werden kann. Also eigentlich können wir die Bundesregierung abschaffen, weil und mein Tipp wäre, wir sollten vielleicht überlegen, ob wir die Kommunalwahlen abschaffen, die sowieso immer nur auf geringes Interesse stoßen. Denn sozusagen, also ich sag's mal ganz deutlich, Volt würde bedeuten, dass wir uns auf Europa konzentrieren und jetzt schon auf die Vereinigten Staaten von Europa. Aber die Diskussion ist ja noch nicht gelaufen, dass wir die Leistung des französischen Kanzlers, die Leistung der belgischen Bundesregierung, der dänischen und der deutschen Kanzler und so weiter miteinander vergleichen können und dann sozusagen wählen können, die jeweilige europäische Partei, die besten Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wohlstandsdaten bei ihren Bürgern und Wählerinnen erzeugt. Und solange, dass wir das in Europa nicht können, ist Europa noch zu früh. Ja? Also deswegen Kommando zurück. Wir müssen quasi letztendlich es umstellen. Die Bundesregierung muss irrelevant werden oder verschwinden. Und die Landesregierungen müssen die eigentlichen Kanzler werden. Wir müssen also 16 Kanzler kriegen, 16 Kanzlerinnen kriegen, ja. Und 16 Landesregierungen, damit wir die Leistung vergleichen können. Denn Korruption, Einfluss der Konzerne und der Lobbyisten kriegen wir nur, am besten nur weg,
wenn wir die Leistung der Politiker messen und in einer Stiftung Warentest-Rangliste untereinander führen, sodass jeder Wähler ständig weiß, zum Beispiel eine Koalitionsregierung aus Grüne und CDU, zum Beispiel ruiniert eher Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Wählerinnen. Oder eine Regierung aus SPD, Grüne, Linke führt eher zu einem, was ich bezweifle, aber führt eher zu einem Aufblühen von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Wählerinnen. Ja, also so transparent muss Deutschland werden, damit wir eine echte, durch diese Wohlfühlstimme zum Beispiel als Basis demokratischen Dauervolksentscheid, damit wir echte Basisdemokratie kriegen, und zwar mit ganz einfachem Aufwand. Die Alternative, die von vielen vorgeschlagen wird, dass wir die Arbeitsteilung, ich Bäcker, du Politiker, aufgeben und sagen, ich Bäcker mache jetzt auch Politik. Das bedeutet, dass der Bäcker noch einen Zusatzberuf bekommt. Er muss sich wahrscheinlich mindestens 4 Stunden am Tag mit Politik beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, über was er da entscheidet. Ja? Und auch die Idee der Bürgerparlamente, dass die Leute rausgenommen werden aus dem Staate und dann bezahlt werden und dann eben irgendwie ein paar Monate lang nur Politik machen, das kommt für Unternehmer zum Beispiel überhaupt nicht in die Frage, weil in der Zeit könnte ihr Unternehmen kaputt gehen, dann könnten sie natürlich Finanzspritzen kriegen, naja gut, aber auch für andere, die Karriere in Großunternehmen machen, ja, diesen Karriereschaden, wenn die dann vielleicht den entscheidenden Karrieresprung verpassen würden, weil sie 3 Monate im Bürgerparlament sitzen, das ist alles indiskutabel. Dadurch kriegt man dann keine repräsentativen Wählerstichproben und ein Bürgerparlament aus arbeitslosen Rechtsradikalen und Linksradikalen, davon möchte ich nicht regiert werden. Also sind diese Dinge alle schwierig, also diese Grundidee sozusagen, wir geben die Arbeitsteilung ich Bäcker, du Politiker auf. Die ist schwierig, weil ich glaube, dass die Masse der Wählerinnen nicht noch einen Zusatzberuf haben möchte, der täglich 4 Stunden Arbeit erfordern würde, wenn er seriös gemacht werden wollte. Oder eben Karriereschäden bedeuten könnte und so weiter. Also viel einfacher ist es doch, wenn jeder alle drei Monate im Durchschnitt einfach mal dann, wenn es ihm schlechter geht, dem Bundeswahlleiter einen Klick gibt sozusagen, mir geht's jetzt einen Tick schlechter oder mir geht's jetzt einen Tick besser. Und daraus wird ausgewertet, wie die Leistungsranglistenposition der Politiker aussieht, der Landesregierung, in der ich gerade bin. Und so kann man dann vergleichen, wenn sich zum Beispiel in Bayern das Wohlfühlen unter einer neuen bayerischen Landesregierung, unter einem neuen bayerischen Kanzler, dann das Wohlfühlen in den Keller geht, dann weiß man, aha, diese Landesregierung, diese Parteien taugen nichts. Ja? Und wenn dann in einer Landesregierung aus anderen Parteien in Baden-Württemberg das Wohlfühlen der Wählerinnen nach oben geht, ja, dann scheinen diese Parteien was zu taugen, ja. Und zwar bundesweit wahrscheinlich was zu taugen, ja. Denn alle Parteien werden natürlich sehen, dass sie ihre besten Leute dort, wo sie in den Landesregierungen sind, dass dann auch dort die besten Leute sind. Und die Kommunalwahl, die wir abschaffen könnten, da würde es dann so passieren, dass dadurch, dass die Landesregierungen ja nur dann weiter existieren werden, man kann auch darüber nachdenken, wir haben ja auch Regelungen, die dazu führen würden, dass wir nach solche Landesregierungen oder Kanzler dann auch nach einem Jahr schon wieder abwählen können, ja, und durch andere ersetzen können. Also das wäre auch möglich, denn diese 4 Jahre sind ja schon ein bisschen lang. Also diese Möglichkeit können wir auch einbauen.
zum Beispiel über die Vorwahlen Mini-Volksentscheide, die auch nur alle 10 Jahre vielleicht mal 3 Stunden Arbeitsaufwand erfordern würden. Also Sie merken immer, unsere Konzepte gehen immer darauf hin, die Wähler nicht mit einem neuen Beruf, nämlich Beruf Politik zu belasten. Ja, alle 10 Jahre 3 Stunden, das kann man verkraften. Ja, genauso wie man ja auch verkraften kann, alle 2 Jahre, was weiß ich, mal 2 Stunden zum Wahlbüro zu gehen. Ne? Das kann man alles verkraften. Ne? Oder man kann verkraften, alle 3 Monate vielleicht mal ein geändertes Wohlfühlen mitzuteilen. Ne? Solche Dinge kann man machen, kann man verkraften. Ja, das heißt, ohne die Wähler mit Zeitaufwand zu belasten, sozusagen, ja, und die Kommunalwahlen brauchen wir nicht mehr, weil dann ja die Landesregierung natürlich in die verschiedenen Kommunen sozusagen ihre besten Leute entsenden, um ständig im Gespräch zu sein, wo hier der Bürgersteig kaputt ist oder die Straße kaputt ist und so weiter. Weil wenn das Wohlfühlen der Wählerin, zum Beispiel wenn jemand, was weiß ich, in seiner Straße jedes Mal in ein Schlagloch kracht, ja, dann wird er das in seiner Wohlfühlstimme vielleicht mitteilen, ja. Und davor haben dann die Politiker Angst, also werden sie sofort die Straße reparieren. Also das heißt, für die kommunalen Belange würde perfekt gesorgt, auch durch die Landesregierung, ja, weil die immer ihre besten Leute in der jeweiligen Kommune dafür verwenden würde, dass die ständig im Gespräch mit den Wählern wären und sofort sagen würden, Landesregierung, hier muss eine Straße repariert werden. Und dann wär das auch einfacher, alles zu regulieren, wenn es dann nicht Kommunegelder und Landesgelder und Landeszuschüsse, sondern wenn das alles ruckzuck geht, weil die Landesregierung ja ein Interesse an sich wohlfühlenden Wählern hat, nämlich in jedem Dorf, in jedem Städtchen, in jedem Bereich auf dem Lande und egal wo. Überall werden die besten Parteimitglieder der Landesregierungsparteien sozusagen da im Gespräch mit der Bevölkerung sein, ganz dicht an den Menschen. Und das kriegen wir eben nur, wenn wir erst einmal Europa hinten anstellen, bis Europa soweit ist. So, und jetzt, was machen also diese ganze ja, ich sag mal, Grüne, Linke, SPD, DKP, MLPD, SGPD, SGP, SGP, Sozialistische Gleichheitspartei. Was machen diese ganzen DDR-Träumer? Was ist das Gemeinsame bei denen? Die hassen, also da sind sozusagen Advokaten, einerseits sind da viele Minderleister dabei, also Menschen, die relativ geringe Intelligenz haben, sozusagen geringe Leistungsfähigkeiten haben, ja. Also hier, also der größte vorteilbringende Irrtum, der in diesem Linksbereich, also in diesem Bereich, also ich zeige es nochmal gerade hier, also hier, wir reden gerade über die Pseudo. Wir haben leider im Moment quasi hier nur so, ich zähle jetzt mal die soziale Dreigliederung, obwohl sie auch eine kapitalistische Ecke hat, also eine neoliberale Ecke hat, zähle ich die jetzt mal zu den pseudokommunistischen Konzepten dazu. Da ist immer das Gemeinsame der sozusagen Hass auf Leistung, der Hass auf Wettbewerb, das Abschaffen wollen von Leistung und Wettbewerb, ja, letztendlich und ein letztendlich tiefer vorteilbringender Irrtum, also ein ganz tiefer antiwissenschaftlicher Aberglaube, dass alle Menschen gleich seien. Die Sozialistische Gleichheitspartei drückt das ja ganz direkt aus. Dass also mindestens nicht nur, also wenn nicht alle Menschen gleich sind, dann doch die Illusion, dass auch die unfähigsten und die dümmsten
wenn sie Kinder kriegen würden, dass diese Kinder alle gleich wären und potenzielle Genies seien. Das ist also so eine Art illusionäre Vorstellung, dass also sozusagen die Kinder, die geboren werden, ausschließlich davon abhängen würden, wie gut wir die mit Bildung versorgen würden. Nun haben aber wissenschaftliche Studien schon vor Jahrzehnten gezeigt, dass durch Bildung die Unterschiede zwischen den fähigen Kindern und den dummen Kindern immer größer werden, weil die fähigen Kinder von der guten Bildung 10-mal so viel profitieren, wie die dummen Kinder davon profitieren. Das heißt also, dass eigentlich durch eine sehr gute Bildung eigentlich für alle quasi sich das immer mehr aufspreizt, die Unterschiede immer offensichtlicher werden und immer eklatanter werden. Ja, aber das blenden jetzt alle. Wir reden ja von den vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Parteimitglieder, der verschiedenen Sparten der Gesellschaft, die sich in die Parteien reindrängen. Ja, und dieser vorteilbringende Irrtum bedeutet, ja, dann spielt es ja alles keine Rolle, dann brauche ich also über Dummheit und Klugheit, über mangelnde Intelligenz, also zum Beispiel, ja, diese Leute kommen ja dann auch in Erklärungsnöte, wie sie dann geistige Behinderung erklären wollen, ja, also Debilität und all diese Dinge, ja, Oligophrenie, Schwachsinnsformen und so weiter erklären wollen, denn die kann es ja dann eigentlich auch nicht geben, ja, denn wenn jedes neugeborene Kind, dann müsste ja auch ein Trisomie 21, Down-Syndrom, neugeborenes Kind, müsste ja dann auch durch gute Bildung zu einem Genie werden können. Ja, also das sind alles so Dinge, wo man merkt, dass sozusagen, dass sich um einen einzigen vorteilbringenden Irrtum handelt, eine völlige Illusion über Menschen. Und auch diese völlige Illusion bei diesem pseudokommunistischen Weltbild, ja, auch dann so ein Hass, da kommt jetzt noch die andere Komponente dazu, der Neid und der Hass auf die Leistungsfähigen, ja. Das heißt also, wenn ich doch dumm bin, dann kann ich mich doch nur erhöhen noch, ja, zumindest illusionär erhöhen durch so eine Art Größenwahn. Wir sind alle gleich und dadurch bin ich ja genauso fähig wie die. Und dann außerdem sind diese Reichen ja alle böse, mehrwertabschöpfende Ausbeuter und so weiter. Und dieser Hass und Neid, Missgunst und Hass auf die Fähigen, das würde das Land total zerstören, denn ich verrate Ihnen einfach, wir brauchen die Fähigen und Leistungsfähigen. Ja, also das heißt, die sind die, die unsere Arbeitsplätze schaffen und die den Reichtum des Landes schaffen und so weiter. Und wenn wir das Land denen hier übergeben, dann haben wir in kürzester Zeit DDR ein abgewirtschaftetes, ruiniertes Land, das noch nicht mal mehr die Oberen verteidigen wollen, weil sie merken, da ist nichts mehr zu holen. Also die DDR hat ja nur deswegen aufgegeben und hat nicht geschossen auf die Demonstranten sozusagen, weil sie gemerkt haben, da ist ja eh nichts mehr zu holen. Das Land ist pleite. Wie kann ich da als Oberer mich noch bereichern? Ich kann mich doch nicht mehr bereichern, wenn das Land pleite ist, ja? Also gebe ich auf, ne? Und dadurch haben die dann nicht geschossen und weil das Land pleite gewirtschaftet war, ja? Weil die Bausubstanz, da sind wir beim nächsten Thema, also Mindestlohn und Mietendeckel, also Mindestlohn führt ja dazu, dass quasi Leute, die hier sind, also weniger qualifiziert, weniger leistungsfähig sind, dass die alle entlassen werden müssen. Weil wenn ein Unternehmer für eine Stunde gerade mal 11 € Bezahlung bekommt, er dem Mitarbeiter für die Erbringung dieser Stunde aber 12 oder 13 € Mindestlohn zahlen muss, dann
dann geht er pleite, also muss er zumachen und muss aufgeben. Und dadurch werden diese Leute alle arbeitslos. Jetzt gibt es ein Argument, was immer gebracht wird, dass angeblich der Mindestlohn die Arbeitslosenzahlen nicht in die Höhe treiben würde. Das ist immer ein Riesenirrtum, der darauf beruht, dass überall, dass die Formel gilt, überall, wo der Mindestlohn unterwandert wird, wo zwar pro forma Mindestlohn 12 € steht, die Leute aber faktisch 4 € die Stunde kriegen, da bewirkt sich natürlich der Mindestlohn. Ja, vielleicht gehen ja auch Mitarbeiter zum Chef und sagen, sie müssen mir diesen Mindestlohn nicht bezahlen, weil ich weiß, sie können das nicht tragen. Ich will lieber die Arbeit behalten und bin auch mit 4 € die Stunde einverstanden und ich unterschreibe ihnen auch, ich würde 12 € die Stunde bekommen. Das macht man ja dann so, dass man quasi, dass die Leute 3 Stunden arbeiten und offiziell aber nur 1 Stunde gearbeitet haben und für die 3 Stunden kriegen sie 12 €. Da haben sie faktisch pro Stunde 4 € bekommen. Ja, so löst man diese Probleme. Ja, ich mache mal eine kurze Pause. Ja, hier unten, wie gesagt, schneller hören macht Freude, weil ich rede jetzt noch langsamer. Ne? Ja, also, Mindestlohn ist also, und die zweite Möglichkeit ist, dass wenn der Mindestlohn eigentlich sowieso den niedrigsten Marktlöhnen entspricht, dann kann er natürlich nicht zur Mehrarbeitslosigkeit führen. Wenn sowieso die Arbeitnehmer 12 € die Stunde kriegen, dann führt natürlich der Mindestlohn nicht zu zusätzlicher Arbeitslosigkeit. Ja, das ist klar. Also man kann so sagen, Mindestlohn ist so lange unschädlich, wie er nicht umgesetzt wird oder wie er sowieso dem Marktlohn entspricht. Würde er aber tatsächlich konsequent durchgesetzt werden und die Marktlöhne sind wesentlich niedriger, dann würde das zur Massenarbeitslosigkeit zusätzlich führen und an der freuen sich dann wieder die ganzen Sozialspartler, die Mitglied in den Parteien sind, weil sie dann nämlich riesige Karriere machen können, weil die riesige Armee der Langzeitarbeitslosen immer größer wird, die sie betreuen können und wo sie Karriere machen können und aufsteigen können in den Hierarchien der Sozialspartler. Ne? Und der Mindestlohn, der fußt auch noch auf einem anderen Wahnsinn. Quasi dem Wahnvorstellung, die sogar auch die Basis jetzt geäußert hat, nämlich, dass wir doch die Löhne danach richten müssen, wie viel die Menschen brauchen. Wir können uns überlegen, dass wir ein mini-bedingungsloses Grundeinkommen oder ein kleines Hartz IV danach ausrichten müssen, wie viel die Menschen brauchen. Aber die Löhne danach auszurichten, würde ja automatisch bedeuten, dass letztendlich quasi man die Tatsache nicht anerkennt, dass es Leute geben kann, die einfach nicht leistungsfähig genug sind, um das erarbeiten zu können und die Leistung bringen zu können, die das wert ist, was sie brauchen. Denken Sie an die geistigen Behinderten, denken Sie an die Behindertenwerkstätten. Ja, wenn Sie denen jetzt das Geld zahlen wollen, was die brauchen, dann könnte sich niemand mehr einen Auftrag an die Behindertenwerkstätten leisten, weil die Auftraggeber an die Behindertenwerkstätten können doch nur das bezahlen, was die Arbeitsleistung auf dem Markt wert ist, der Preis, für den sie das verkaufen können. Ja, wenn das, was jemand in einer Stunde in einer Behindertenwerkstatt herstellt, auf dem Markt mit 4 € verkauft werden kann, was also in einer Stunde hergestellt wird, auf dem Markt auch nur mit 4 € verkauft werden kann, dann kann er doch höchstens 3,50 € oder 3 € als Lohn zahlen pro Stunde, aber doch nicht 12 €.
Ja, also diese Idee ist eine Wahnidee unserer Gesellschaft und all diese Ideen stammen aus verschiedenen Sparten der Gesellschaft. Also wo haben wir denn diese ganzen? Also Sie müssen noch mal klar sein: Die gefährlichsten Sparten der Welt sind die Sozialsparten, die Weltsozialsparten oder NGOs, die Gesundheitssparten, die Waffensparten, die ja, also alle Sparten sind für uns lebensgefährlich, weil alle vorteilbringende Irrtümer ausstreuen, die uns durchmanipulieren von oben bis unten. Und ich rede jetzt, ja, ich bin mir gerade klar, dass diese Sendung sehr chaotisch ist, aber das liegt daran, dass es mir heute ja auch schwer fällt, sozusagen diese Übermacht der Manipulation, die mir da gegenübersteht, ja, weil ich gehe noch mal zurück auf die Parteien am besten, ja. Also diese ganzen, das sind alles eigentlich Wahnvorstellungen, nennen wir sie freundlicher, vorteilbringende Irrtümer, ja. Also alle in den Parteien sind Mitglieder der verschiedenen Sparten und die glauben alle ihre Manipulationen, mit denen sie quasi Gelder und Karrierechancen aus der Gesamtgesellschaft, aus dem Gesamtkuchen rauszuleiern versuchen. Also das könnte man als den Gesamtkuchen betrachten. Oder nehmen wir doch hier, das ist auch gleichzeitig der Gesamtkuchen. Und an dem Kuchen, da sitzen hier die Sparten überall. Und nur in der Mitte gibt es einen Teil, der spartenfrei ist. Aber im Prinzip versucht jede Sparte von dem Gesamtkuchen zu fressen, also auch von allen anderen Sparten. Es ist also ein Krieg aller gegen alle. Alle Sparten gegen alle Sparten. Ja? Und jede Sparte hat eine Gruppe von vorteilbringenden Irrtümern, mit denen sie uns Gehirnwäsche gegenüber praktizieren und uns glauben lassen, Mindestlohn, Tariflöhne und Gewerkschaften seien gut für uns. Nein, entweder bewegen sich in einem Bereich, wo sie unschädlich sind. Oder sozusagen, wir sollten sie abschaffen. Oder sie richten Schaden an. Also es gibt die Möglichkeit, dass sie so niedrig sind, dass sie unschädlich sind. Aber wenn ich jetzt gerade an die Streiks denke, dann sehe ich da nicht eine Unschädlichkeit von Gewerkschaften, ja, sondern die sind unnötig ruinös, denn wir haben doch einen Sozialstaat, niemand kommt in Not und deswegen dann so riesige volkswirtschaftliche Schäden anzurichten durch Gewerkschaften ist Unsinn, ist einfach Unsinn. Kurze Pause. Ja, also. Entweder Gewerkschaften, Tariflöhne und Mindestlöhne bewegen sich in einem Bereich, wo sie unschädlich sind, werden nicht konsequent durchgesetzt, sodass sie unterlaufen werden oder entsprechen eh den marktüblichen Preisen. Aber wenn ich an die Streiks denke, dann sehe ich da volkswirtschaftliche Gesamtschäden, die wir alle bezahlen müssen. Also spricht doch vieles dafür. Ich lasse das mal als offene Frage. Mindestlohn, Gewerkschaften und Tariflöhne endgültig abzuschaffen. Denn wir haben doch den großzügigsten Sozialstaat der Erde. Aus aller Welt wollen die Leute hinein in unseren großzügigsten Sozialstaat der Erde. Wir brauchen doch nicht 10 Sozialstaaten. Mindestlohn ist ein zusätzlicher Sozialstaat, Tariflöhne sind ein zusätzlicher Sozialstaat. Lassen wir doch dem da. Ja, Sie wissen, wie sehr ich für Marktregulierung bin und wie sehr ich für gesunde planwirtschaftliche Elemente bin. Aber lassen wir doch da dem Markt völlig freie Hand, weil er da ja unschädlich ist. Da ist doch der Markt unschädlich, ja? Er ist doch da unproblematisch. Und denn warum ist er unproblematisch? Weil die Idee jetzt, also hier, sozusagen, wir brauchen all diese Reichen nicht, diese ganzen Arbeitsplätzeschaffer. Ja, wir neiden ihnen die Tatsache, dass die sich wirklich alles kaufen können. Die können sich halt einfach alles kaufen. Aber die können auch nur eine Yacht pro Tag fahren. Ja,
Die können auch nur in einem Flugzeug fliegen. Die können nicht gleichzeitig in drei Flugzeugen fliegen, ja? Und dieser Neid, die Frage ist doch immer bei allem. Wir können doch denen nur so viel wegnehmen, bis sie sagen, in Deutschland gefällt es mir nicht mehr. Ich gehe in ein anderes Land. Ich nehme meine Arbeitsplätze mit. Ich lasse für ein paar Millionen meine Maschinen, meine Produktionsbänder abbauen und lasse sie in einem anderen Land aufbauen, wo ich zuverlässige, gute steuerliche Bedingungen habe, in denen mir niemand neidet mein Vermögen und so weiter. Und da wandere ich hin ab. Und dann ist dort bleibt Dann bleiben diese Menschen hier übrig. Ja, das heißt, die dummen Deutschen bleiben übrig und die klugen Deutschen wandern ab. Und dann haben wir den Salat, dann ist Deutschland kaputt. Denn das ist eine Illusion, dass diese Leute hier Arbeitsplätze von der Qualität von Mercedes-Benz schaffen würden und dass diese Leute, wenn sie dann, das hört man ja auch immer wieder, dass wenn sie dann die Unternehmen leiten, also wir wollen die Unfähigen sozusagen, die weniger Fähigen, die Unternehmen leiten lassen und die sollen es dann schaffen, dass die genauso super hochbezahlte Arbeitsplätze wie bei Mercedes-Benz. Gut. Wie bei Mercedes-Benz. Wohl proportioniert. Ja, da schaltet sich ein Sender immer wieder ein. Ich muss hier mal für Ordnung sorgen. Pause. Ja, also, diese Illusion, dass wir die hier alle nicht bräuchten und dass wir auf die könnten. Ja, also das ist leider alles völliger Unfug. In der Natur, in jeder Tierart ist es so, dass eigentlich nur die zählen. Die sind eigentlich irrelevant für jede Tierart, ja? Weil das sind ja quasi die mit den schlechteren Genen, ja? Das sind die aus irgendeinem Grunde nicht ideal in die Umwelt passen, die nicht gut angepasst sind, die deswegen Schwierigkeiten haben, Ressourcen zu beschaffen und die in Kürze auch irgendwann aussterben werden. Ja? Also keine Tierart macht irgendwie ein Tara um diese hier. Es geht eigentlich nur darum, dass diese hier, dass die ein paar Kinder bekommen und dass diese sich weiter vermehren und ausbreiten und so weiter. Und das Ganze hier, das ist quasi immer der aussterbende Teil in jeder Tierart. Und irgendwie ist es jetzt durch die Sozialspartler, die ja daran verdienen, diese Menschen hier zu verwalten und daran Karriere machen, ist es dazu gekommen, dass wir überall beeinflusst werden von den vorteilbringenden Irrtümern dieser Sozialsparten, die quasi dieses hier vermehren wollen. Also wir haben einen Trend in allen politischen Programmen. Bei den Grünen war mir das ja ganz klar aufgefallen auch, dass die ganze Politik der Grünen bedeuten würde, dass die Zahl der Sozialfälle in Deutschland erhöht wird. Ja? Dass also hier immer mehr Kinder geboren werden, immer mehr, also sie müssen immer hören, wenn sie hören, dass also irgendwie Kinderkriegen belohnt werden soll, so mit der Gießkanne, dann bedeutet das, dass auch hier ganz viele Kinder geboren werden, die vielleicht ihr Leben lang Langzeitarbeitslose bleiben, weil sie viel zu wenig kompetent sind, um in der modernen Hochleistungsgesellschaft überhaupt einen Arbeitsplatz finden zu können. Ja? Und das würde alles Deutschland ruinieren. Ne? Ja, ich gehe nochmal zurück. Also, jetzt widmen wir uns nochmal dem anderen Thema. Ja, jetzt habe ich also erzählt,
wie diese Parteienseite, wie gefährlich die Parteienseite ist, die hier Sympathien hat. Von der sozialen Dreigliederung sehe ich jetzt mal nur den Aspekt, dass sie eben zum Beispiel auch das Gesundheitssystem verstaatlichen wollen. Oder es wird dann immer so beschönigend gesagt, in öffentlicher Hand, was ist das anderes als Verstaatlichung? Das bedeutet, dass also im Prinzip keine Leistung gemessen wird, sozusagen, sondern zum Beispiel die Ärzte ein Festgehalt bekommen, so eine Art Beamtengehalt, und dann das Gammeln anfangen. Also die große Gefahr des Pseudokommunismus, der DDR-ähnlichen Geschichten ist, dass das Gammeln anfängt. Außerdem ist die große Gefahr, dass natürlich alle die abwandern aus Deutschland, die sagen, ich möchte aber eine höhere Leistung bringen, möchte dafür aber auch mehr bekommen. Und solange in Deutschland ja noch nicht die große, tolle Lebensqualität ausgebrochen ist, sondern Deutschland genauso eines der unglücklicheren Länder der Erde ist, sozusagen, da kann ich auch auswandern und in eines der glücklicheren Länder der Erde gehen, wo ich dann auch noch das Zehnfache verdiene. Ja, oder das 20-fache oder 30 oder 40-fache, 50-fache verdiene. Ja? Und ja, wer kann es den Leuten verdenken? Ist doch eine logische Schlussfolgerung, ja? Und wie gesagt, ich wäre mal gespannt, wirklich mal objektiv zu hören, ob das stimmt, dass jedes Jahr 250.000 qualifizierte Menschen Deutschland verlassen. Ja, das wäre mal interessant, ob das stimmt, ne? Wäre mal interessant, ne? Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite, ja, denn, also ich deute schon mal an, nur das Gute beginnt erst hier. Hier, da ist noch ein Problem, weil der weltberühmte Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie auch immer noch mit einigen seiner Konzepte, zum Beispiel Gehälter begrenzen auf das 20-fache des Mindesteinkommens, ja, mit solchen DDR-Ideen oder pseudokommunistischen Ideen liebäugelt er immer noch, ja, und das heißt, er hat also gewisse Sympathien für den Pseudokommunismus, für pseudokommunistische DDR-mäßige Gedankenwelten, sagen wir es mal vorsichtig. Also gibt es, die Lösung liegt dann also insgesamt auf jeden Fall nur in diesem Bereich, ja. Das sind die mittleren Wirtschaftssysteme. Und jetzt haben wir aber eben faktisch Parteien ausschließlich, wie gesagt, wir haben nur zwei Gedankenwelten in den Parteien. Die pseudokommunistischen Ideen, die mit diesen vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler so Hand in Hand gehen, sozusagen, ja, so alles letztendlich leistungsfeindliche Gleichheitsideen, alle Kinder sind gleichermaßen Genies, alle Neugeborenen sind gleichermaßen potenzielle Genies und so weiter, alles solche Illusionen, ja, und dann haben wir die andere Fraktion. FDP, CDU, Freie Wähler, AfD, NPD. Die ruinieren uns jetzt auf eine andere Weise. Ja, die zerstören unser Leben auf eine andere Weise. Ja, denn die verschließen, tun beide Hände vor die Augen und sagen, so wie Markus Krall und Hans-Werner Sinn, ja, sagen, das gibt's gar nicht. Es gibt keine Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Es gibt die Tatsache nicht, dass aus Profitgründen billiger Zucker, ja, zum Beispiel, ich sag mal, was es da nicht gibt. Es gibt nicht die Tatsache, dass bei einem Erdbeerjoghurt, wir diskutieren jetzt nicht darüber, es kann sein, dass Joghurt an sich gesundheitsschädlich ist, aber diese Diskussion lassen wir mal weg. Also, Erdbeerjoghurt, jetzt könnte ich da ganz teure, sündhaft teure, bio, superreife, total süße Erdbeeren reintun. Das ist wahnsinnig teuer für den Hersteller.
Dann kann ich aber auch sagen, ja, die Masse der Menschen ist so dumm, denen ist das egal, Hauptsache es schmeckt nach Erdbeer und es schmeckt. Ja? Und da sagen dann die Hersteller, ja, ich kriege diesen super teuren Erdbeerjoghurt mit echten Biofrüchten, die super süß sind und reif sind. Diesen Joghurt kriege ich nicht verkauft, weil der würde, was weiß ich, der würde 5 € kosten. Und die Leute kaufen aber nur Joghurts für 50 Cent. So. Ja, und dann gehen die hin und sagen, dann tue ich doch Geschmacksstoffe rein, die 1 Cent kosten, und ich tue Zucker rein, der 1 Cent kostet. Und dann habe ich meinen Erdbeerjoghurt für 50 Cent. Und dass die Leute dann alle krank werden, übergewichtig, Diabetes und was auch immer werden, das interessiert mich ja nicht. Ja, denn ich bin ja dem Marktzwang unterworfen. Und die Unternehmen können nichts dafür. Das System zwingt sie dazu, genau so zu handeln. Dass damit das die ganze Welt krank gemacht wird, das davor verschließen einfach all diese Parteien die Augen. Also all diese Parteien hier, aber eigentlich eigentlich verschließen alle diese Parteien die Augen davor. Also nur am stärksten Scheuklappen haben also die FDP, CDU, Freie Wähler, aber eigentlich verschließen sogar die marxistischen oder hier marxistisch-leninistische Partei, also all diese knallharten DDR-Parteien. Alle Parteien verschließen die Augen vor dieser kleinen Tatsache, nämlich dass uns dieses Wirtschaftssystem systematisch krank macht und unsere Gesundheit und unser Leben zerstört. Ja? Was meinen Sie, dass was ein Mensch mit 300 Kilo Gewicht noch für ein Leben hat? Außer Esssucht hat er kein Leben mehr. Da gibt's kein Leben mehr. Wer ist denn so wahnsinnig, dass er mit so jemandem zum Beispiel noch ein Sexleben hat? Ja, da gibt's ein paar so Wahnsinnige, aber dann haben sie wieder den Nachteil, dass sie dann den Wahnsinn dieser Personen ertragen müsst, zum Beispiel der sogenannten Fieder, die diese Fetten noch füttern und so weiter und noch dicker wollen und so weiter. So, es gibt Wahnsinnige, ja, aber die werden dann auch terrormäßig, also die werden nerven ohne Ende, denke ich, ne? Ja, und dann wo ja letztendlich der Hauptschaden ist aber die Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Davor verschließen alle Parteien die Augen. Außer dieser Bereich hier. Auch er verschließt noch die Augen davor, aber hier werden die Augen nicht davor verschlossen. Wir verschließen nicht die Augen, oder es gibt nur eine Partei, die davor nicht die Augen verschließt. Wo ist es? Diese Partei in Entstehung, wo also die Leute vom Orga-Team dran arbeiten. Übrigens, kurzer Exkurs, hier, Sie. Hier sind ganz viele neue Texte dazugekommen. Sie können also ganz viel mittlerweile lesen an Ideen, die die Grundlage des Wahlprogramms darstellen, Diskussionsgrundlagen. Also das Orga-Team hat im Internet geguckt, was es so an Texten gibt. Hier im Internet gefundene Texte. Also das zeige ich Ihnen gerade nochmal. Sie gehen also hier hin ins Menü und dann haben Sie Warum GWW, also Warum Gemeinwohlwirtschaft. Und dann kommen Sie auf diese Seite, wenn Sie das anklicken. Und dann haben Sie wieder im Internet gefundene Texte, die die Wahlprogrammdiskussion weiter anregen können, die also Gegenstand auch von Talkshows werden können. Übrigens am Samstag haben wir wieder Gesprächskreis. Da haben sich über die Zeitung 3 Leute gemeldet und dann die Basismitglied möchte teilnehmen und möchte sich von uns helfen lassen,
wirklich Wahlen gewinnen zu können. Und ja, also ich gehe wieder zurück. Ja, und Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Ja, wenn ich jetzt also, wir haben ja die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL, Schluckwasser. Wenn ich jetzt einem Volkswirtschaftler wie Hans-Werner Sinn oder Markus Krall, ich weiß nicht, ob der eher Betriebswirtschaft studiert hat, wenn ich dem eine Prüfung abnehmen würde, dann würden die alle mit 6 durchfallen. Weil wenn ich sie fragen würde zu den 2 Themen, erzählen Sie mir, wie funktioniert in der Marktwirtschaft, in der sozialen Marktwirtschaft, die Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Da kriege ich nur Stottern. Wenn ich die Frage, was ich gerade eben erklärt habe mit diesem Erdbeerjoghurt, wie funktioniert die Gesundheitszerstörung in der sozialen Marktwirtschaft der Weltbevölkerung? Die Gesundheitszerstörung der Weltbevölkerung kriege ich nur Gestotter. Ja? Wenn ich frage, wie funktioniert die Interaktion zwischen Wirtschaft und Medien in der sozialen Marktwirtschaft, dann kriege ich nur Gestotter. Und dann kann ich nur eine 6 geben. Ja? Weil die Leute davon keine Ahnung haben. Die haben nie studiert, wie Menschen funktionieren, wie Leben funktioniert. Ja? Ich mache das mal als kleinen Exkurs. Ja? Ich habe ja genau genommen, warum habe ich mich in der Wissenschaft beschäftigt mit den Fehlern des Systems auch und war offen für die Fehler des Systems? Weil ich schon mit 10 Jahren angefangen habe, mich in die Wissenschaften einzuarbeiten und eben sehr schnell die Ahnung bekommen habe, dass es unseren Vorfahren, heute sage ich ganz konkret, unseren Vorfahren vor 400.000 Jahren ging es vermutlich 10-mal besser als mir. Und dann wollte ich natürlich dieses 10-mal besser, möchte ich natürlich für mich selber haben. Und deswegen habe ich natürlich danach in der Wissenschaft alles durchsucht danach hin, wie wir das schaffen können, dass wir 10-mal besser leben können, so wie unsere Vorfahren. Jetzt haben wir natürlich die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten, die uns natürlich einreden wollen, dass es den Menschen vor 400.000 Jahren total dreckig ginge, dass die unendlich krank gewesen wären und so weiter. Aber dann widerspricht ja sogar die eigene Paläomedizin oder wie heißt die Paläopathologie, spricht dem eigenen vorteilbringenden Irrtum. Denn man hat festgestellt, habe ich jedenfalls gefunden in der Wissenschaft, dass man dort erkannt hat, dass wenn man lange Zeit zurückgeht, dass die Leute kaum krank waren, nur sehr wenig krank waren und viel seltener krank waren und so weiter. Und jetzt gucken Sie sich mal, stellen Sie sich mal vor, so Sie haben ja schon viele Naturfilme vielleicht gesehen und gucken Sie sich mal an, wie die Gorilla-Gruppen so aussehen, wenn Sie die beobachten. Und dann kann ich Ihnen sagen, dass Professor Franz de Waal, der 20 Jahre lang die Bonobo-Kommunen, also den Bonobo-Kommunismus studiert hat, ja, sozusagen. Und der sagt ganz klar, ich habe nie auch nur ein Anzeichen von Krankheit bei den Bonobos gesehen. Und wenn Sie sich an diese Naturfilme von den Gorillas erinnern, da sehen Sie ganz entspannte, glücklich spielende Kinder, ganz entspannte, ganz manchmal sich etwas zankende, das ist schließlich ja ein Haremsystem, was Sie dort haben, wo dann der Silberrücken schlichtet, aber alles sehr liebevoll, sehr entspannt und friedlich. Und haben Sie den Eindruck, denen würde irgendwas fehlen?
Wir haben in der, vor 400.000 Jahren haben unsere Urgroßeltern, Ururgroßeltern auch in der Nähe der Welt der Gorillas gelebt, jedenfalls nicht unendlich weit entfernt davon. Es war schön warm und so weiter. Wir hatten auch alles. Die Gorillas haben alles. Ja? Die frieren nicht. Die haben alles. Und wir hatten auch alles vor 400.000 Jahren. Nichts. All die Segnungen der modernen Welt brauchten wir nicht. Oder haben Sie schon mal gehört, dass die Indianer, bevor wir kamen, die nordamerikanischen Indianer oder die südamerikanischen Indios, bevor wir kamen und sie umgebracht haben und abgeschlachtet haben, dass denen da irgendwas gefehlt hätte? Dass die da total unglücklich waren? Dass die mit ihren Zelten oder was, die da an den Tipis oder was da und ihrer Lederkleidung, dass die irgendwie arm dran waren und das ein schreckliches Elend war, weil die ja alle, wir haben denen doch die Seuchen gebracht, sozusagen. Wir haben die doch angesteckt mit unserem Kranksein, mit unserer Medizin und unserem Kranksein haben wir die infiziert. Aber die doch nicht sich selber. Wir sind doch die Ausgeburt von Krankheit, ja? Aber die vorteilbringenden Irrtümer der modernen Medizin sagen, ja, vor 400.000 Jahren mit diesem Elend möchte ich ja nicht tauschen, uns geht's doch so toll. Dabei sagen doch alle neueren Studien, die ich in einer der letzten Sendungen berichtet habe, ganz klar, dass unser Gesundheitswesen uns krank macht. Ja? Und ich sag's noch mal ganz deutlich. All meine Betrachtung der Wissenschaft hat mich gelehrt und ich bin selbst ausgebildet, ich habe studiert im Be Gesundheitswesen, ne? Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich damals auch nichts anderes gemacht habe, als meine Patienten kränker zu machen. Ja? Denn das ist unser Auftrag in der sozialen Marktwirtschaft. Kranke Leute bringen Geld, Dauerpatienten bringen Geld, dauergesunde Menschen bringen keinen Cent. Also ist Dauergesundheit zu vermeiden. Und das sind nicht bewusste Prozesse. Wir haben alle, ich habe im Studium lauter vorteilbringende Irrtümer meiner Sparten gelernt und die habe ich dann angewandt am Anfang meiner Berufstätigkeit und habe damit die Leute krank gehalten und krank gemacht. Ja? Und so funktioniert die Welt. Und davor verschließen alle die Augen. Und die Glückszerstörung, also die Interaktion läuft so. Die Interaktion zwischen Wirtschaft und Medien und so weiter ist. Es läuft so, dass die Evolutionsverläufe der Journalisten, die Evolution der Lo Journalisten nicht unabhängig ist von der Evolution der Wirtschaft. Weil nämlich die Wirtschaft über Werbung, über Annoncen, über Werbespots Milliarden den Journalisten gibt. Also die Journalisten kriegen vollständig oder teilweise ihr Gehalt von der Wirtschaft. Und dadurch kommt es zu einer stillen und leisen, nicht bewussten Evolution, nämlich dass nur Journalisten, deren Weltsicht nicht in Konflikt gerät mit den Profitinteressen der Wirtschaft, nur diese haben eine Chance, in der Journalistenwelt zu überleben. Die Evolution der Filter von Mutation und Selektion, Variation und Selektion führt auch im mimetischen, also auch im psychologischen Bereich dazu, dass quasi die Evolution darauf hinausläuft, dass eigentlich die Journalisten genauso denken wie die Wirtschaft am Ende. Ja? Und quasi letztendlich auch die Spielfilme, auch alle Medieninhalte, im Prinzip alle getragen sind von den gleichen geistigen Einstellungen, wie sie in der Wirtschaft vorhanden sind, wie quasi identisch sind mit den vorteilbringenden Irrtümern der Wirtschaft. Das heißt, dass die Journalisten irgendwann weder den Zucker noch kritisieren werden, die werden gar nichts mehr kritisieren, ja?
Und dass dann eine Evolution läuft, auch dass alles, was unser Lebensglück zerstört. Und jetzt gehe ich mal dahin. Ich erinnere mich, dass die neue Partei, Augenblick, die hatten doch was. Die hatten doch auch was hier, was irgendwie zu tun hatte. War das hier? Was irgendwie zu tun hatte mit der Glückszerstörung. Ich guck mal, ob die da was gefunden haben im Internet. Ich darf sagen, dass sie da auch natürlich Teile auf unseren Homepages gefunden haben, weil sie ja natürlich auch uns als einen von vielen Ratgebern zu Rate ziehen hier. Die mimetische oder psychologische oder geistige Unterdrückung der natürlichen menschlichen Friedfertigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Toleranz gegenüber Andersdenkenden, Musikalität, Freude am Tanz. Also was hat uns alles, was rauben uns die Medien, die Journalisten alle? Was rauben uns die Wirtschaft? Ich musste erst einmal dazu sagen, warum raubt sie uns das? Der einsame, kaufsüchtige Single ist das Endziel der sozialen Marktwirtschaft. Einsame, kaufsüchtige Singles, denn Suchterzeugung durch Glückszerstörung ist das Endziel der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist nicht bewusst. Das ist denen allen nicht bewusst. Aber es ist doch ganz klar, unglückliche Menschen mit einem Endorphinmangel werden potenziell leichter kaufsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, Süßigkeiten, medikamentensüchtig, urlaubssüchtig, was auch immer süchtig. Und was muss man alles unterdrücken? Was müssen also Journalisten und Spielfilmemacher alles unterdrücken in den Köpfen der Menschen? Was müssen sie wegargumentieren und wegreden? Zum Beispiel die Friedfertigkeit kann man wegargumentieren, indem man überall in den Spielfilmen Leute zeigt, dass es schick sei, sich ständig zu streiten, sich hasserfüllt anzuschreien. Ja? Gucken Sie mal, überall, wo in Spielfilmen Freunde gezeigt werden, dann werden die ganz oft gezeigt, wie sie sich hasserfüllt anschreien. So wird die Friedfertigkeit unterdrückt. Ja? Oder die Gemeinschaftsfähigkeit. In Spielfilmen wird oft über Kommuneprojekte, die zum Beispiel mit freier Liebe oder mit mehr Sexualität experimentieren, die werden lächerlich gemacht. So wird die Gemeinschaftsfähigkeit unterdrückt. Ja? Aber auch dadurch, dass zum Beispiel die Fähigkeit nicht beigebracht wird zu sagen, ja, okay, da ist eine gewisse Spannung im Raum, jetzt kriegt man der eine 2 Minuten, dann der andere 2 Minuten, wir sagen uns unsere gegenseitigen Vorwürfe und wir entschuldigen uns, falls wir tatsächlich dem anderen Unrecht getan haben. Das, sowas sehen Sie in keinem Spielfilm, sondern Sie sehen immer das Gegenteil. Nämlich, dass die Leute sich dann eher umbringen, als dass sie miteinander den Konflikt lösen. Ja? Und so wird die Gemeinschaftsfähigkeit zerstört. Die Toleranz gegenüber Andersdenkenden wird zerstört, weil überall gucken sich die ganzen Medien an. Andersdenkende werden nur noch diffamiert. Ja? Ganz am Ende werden sie immer als Rechtsradikale diffamiert und beschimpft und beleidigt, was sie gar nicht sind. Ne? Denn die Basis kämpft eher mit der Linksradikalität, ja? Also wenn, dann müsste man die als Linksradikale beschimpfen, die Basis, ne? Aber nicht, ja, und beschimpft wird sie aber als Rechtsradikal, ne? Ja, und die Musikalität, ja, singen, tanzen und musizieren wir jeden Tag, ja, in der Gruppe, in der Gemeinschaft. Die Lust, gemeinsam zu musizieren, wurde überall unterdrückt, ja. Jeder macht nur noch sein Ding. Wir sind alle zu erzogen worden durch die Medien zu Egozentrikern, die nur noch ihr Ding machen, sozusagen, und dann einsam ihre Kreise ziehen. Ja, es wird auch immer schwieriger, Bands zu gründen, weil jeder möchte seine Sache machen und nur seine Sache machen. Ja, ja, und die Freude am Tanz, ja, ja, wie oft wird in Medien oder gezeigt und irgendwie das Tanzen lächerlich gemacht oder so, ja? Die Freude am Tanz wird unterdrückt. Die natürliche Gewaltfreiheit wird unterdrückt. Ich habe ja vorhin schon gesprochen über die Gewaltverherrlichung in den Medieninhalten und so weiter, ja. Und
Die Konfliktschlichtungsfähigkeit habe ich gerade schon angesprochen. Die Bewegungslust, die Suchtfreiheit, die Glücksfähigkeit wird zerstört, die Körperbehaartheit wird zerstört, weil es gibt Firmen, die wollen halt Rasierapparate verkaufen für Intimrasuren und so weiter, ja. Und die Gruppenbezogenheit wird zerstört, die Gruppenfähigkeit wird zerstört, die Stillintensität und Dauer wurde schon ganz früh zerstört, ja. Das ist ja auch eine Lustquelle für die Mütter, ja, wenn man, weil diese Lust des Stillens, ja. Die Sexualität wird unterdrückt ohne Ende überall, ja. Und die Evolution der Journalisten und der Filmemacher und Medienmacher und Inhaltemacher sozusagen, die läuft darauf hin, all diese Glücksquellen zu zerstören. Die Eifersuchtsfreiheit wurde zerstört. Die natürlichen olfaktorischen Partnerwahlmechanismen wurden außer Kraft gesetzt. Denn es gibt ja Industrien, die wollen Parfüme verkaufen, ja. Die Neigung zum Demokratischen wurde zerstört, ja. Die Nacktheit wurde uns geraubt, die Freiheit zum Körperkontakt wurde uns zerstört, die Freiheit vom Aberglauben und so weiter. Also das heißt, Sie sehen, was eine Bandbreite von Glückszerstörungsmöglichkeiten es gibt. Und die Journalisten, die Evolution der Journalisten und der Medienmacher und Filmemacher läuft dahin, uns all das hier wegzunehmen und zu rauben. Alle Glücksquellen, ja. Und wo war ich gewesen? Und das ist die Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Und all diese Probleme löst man hier, indem man hier sozusagen, ja, wie heißt das, Profite? Wo ist es? Hier ist es. Hier. Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Das heißt also, Markt muss also reguliert werden. Und zwar viel mehr als in der sozialen Marktwirtschaft. Ja? Und wie reguliert man Markt? Also, ich guck mal so, ob ich irgendein Schaubild finde hier. Ja, nehmen wir mal das hier. Also, ich muss Wohlfühlen, Gesundheit, hier ist die Langlebigkeit drin, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Messen von Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Und nur wenn Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner sich verbessert eines Unternehmens, kriegt es noch Verdienstzuschüsse, ansonsten kriegt es Pleitegehen. Das ist Gemeinwohlwirtschaft. Und Politiker genauso. Ich messe mindestens Wohlfühlen, aber vielleicht sogar besser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und was sind Kunden, Mitarbeiter und Anwohner beim Politiker? Wählerinnen. Also ich messe Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit aller Wählerinnen. Ich kann auch aller Bürger messen, wobei die Wohlfühlstimme natürlich nur von Wählerinnen abgegeben werden wird. Es wird sich ja nicht jeder an der Wahl beteiligen. Wir haben ja auch jetzt nur eine Wahlbeteiligung von etwa, ja, 60% höchstens oder so, 60, 70%, wenn es hochkommt, ne? Kommt ja auf die Wahlen drauf an. Und das heißt also, ich kann natürlich Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Bürger auch messen. Da kann ich auch alle nehmen, ne? Da kann ich die Gesamtzahlen nehmen. Weil da muss ich ja nicht, brauche ich ja nicht eine Wohlfühlstimme, die die Leute abgeben. Ja? Ja, und so messe ich Leistung und dann mache ich die Stiftung Warentestisierung. Wo steht denn das nochmal? Auch nehme ich mal das hier. Jetzt bin ich hier. Stiftung Warentestisierung. Ab.
Ja. Ja. Ja, hier steht's. Die Ausweitung des Stiftung-Warentest-Prinzips auf alles. Also das heißt, und eben erst nach dem Selbsterkenntnisthema sollte man dann danach die Aspekte des Weltbildes ansprechen, zum Beispiel die Unentbehrlichkeit des Setzens von positiven Anreizen, das habe ich ja gerade eben geschildert, PAs, das waren ja positive Anreize, Verdienstzuschüsse nur noch für das Verbessern von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit von Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern. Das ist die Formel, ja? Und die Ausweitung des Stiftung-Warentest-Prinzip auf alles, die Stiftung-Warentestisierung der Welt. Wir alle lieben es, wenn uns die Qual der Wahl erleichtert wird durch eine Rangliste mit Preis-Leistungs-Vergleichen einer hoffentlich unbestechlichen Stiftung-Warentest. Aber seit der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung, besonders von Ferntauschhandel vor circa 400.000 bis 140.000 Jahren, glaubten wir fälschlicherweise, solche Ranglisten weder für Dienstleistungen von Politikern, Parteien, Medien, Journalisten, Ärzten, Konzernen, Altenheim, Supermarkt, Kiosk- und Restaurantleitern, Staats- und Rechtsanwälten, Richtern, Polizisten, Arbeitsamtmitarbeitern, Sozialberuflern, Apothekern, Heilpraktikern, Psychotherapeuten, Firmen, Behörden, noch von irgendeiner anderen Sparte, von irgendeinem anderen Teilbereich der Gesellschaft zu brauchen, weil sie doch alle von sich aus moralischen Gründen das Gute tun würden. Dabei konnten sie in Wahrheit seit 400.000 beziehungsweise mindestens 140.000 Jahren viel mehr profitieren, wenn sie vor ihrem Bewusstsein versteckt hinter Rationalisierungen mit vorteilbringenden Irrtümern das Schlechte taten, also Profite auf Kosten der Menschheit erzielten. Es wird Zeit zu begreifen, dass wir Ranglisten für alle und alles brauchen, gemäß bewiesener Förderung von Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlfühlen und Wohlstand bei Behörden und so weiter, von uns Wählerinnen, vielleicht teilweise auch von Bürgerinnen, von allen Bürgern, ähnlich wie es die Stiftung Warentest bei Waren macht. Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne Stiftung Warentestisierung. Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem des Planeten Erde. Ja, seit 400.000 beziehungsweise mindestens 140.000 Jahren rechnet sich schlechtes Tun viel mehr als gutes Tun. Gutes Tun im Rahmen einer Ausweitung des Stiftung Warentestprinzips auf alles durch starke positive Anreize, PAs, auf Basis von durch nichts ersetzbaren über 50 Jahren Naturwissenschaftserfahrung gekonnt und hochpräzise gezielt zu belohnen, lässt alle oft behaupteten verbrecherischen Pläne, also die Verschwörungstheoretiker, und nicht bewusstes schlechtes Tun, verursacht durch vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, sofort aussterben, letztlich, weil dem schlechtes Tun die Beute entzogen wurde. Das heißt, wir entziehen in der Gemeinwohlwirtschaft, entziehen wir die Beute dem schlechtes Tun. Deswegen sind Ich werde jetzt also die Basis wählen, trotz alledem, aber sie ist, eigentlich ist es so, wie es hier steht, all diese Parteien zerstören mein Leben. Alle 47 Parteien, die zurzeit antreten bei der Bundestagswahl, alle zerstören sie mein Leben und ihr Leben auch, auch wenn sie es nicht kapieren. Aber all diese Parteien zerstören ihr Leben.
unser aller Leben. Weil sie alle infiziert sind von all den vorteilbringenden Irrtümern. All die Sparten haben Mitglieder in den Parteien und deswegen sind die Parteiprogramme voll von vorteilbringenden Irrtümern, mit denen die Sparten Profite und größere Karrieremöglichkeiten auf Kosten des Gesamtkuchens der Gesamtgesellschaft machen, sozusagen, oder sich erschleichen. Und letztendlich werden nur zwei Ideologien aus diesen vorteilbringenden Irrtümern herausgespeist. Zum Beispiel ist ja diese neoliberale soziale Marktwirtschaftsideologie eben, das sind typische vorteilbringende Irrtümer der Zucker-, Alkohol-, Tabakindustrien, ja, zum Beispiel dieser Industrien. Die wünschen sich natürlich, dass sie weiterhin die ganze Gesellschaft suchtkrank machen dürfen, ja. Und ohne dass es ihnen bewusst ist, breiten sie die vorteilbringenden Irrtümer aus. Der Markt würde doch alles regeln und man könne den Markt da frei laufen lassen. Ja? Und deswegen unterstützen die solche Leute wie Krall. Dr. Markus Krall würde ich jedenfalls unterstützen, wenn ich Teil der Zucker-, Alkohol- und Süßigkeitenindustrie wäre. Also er redet sozusagen wie der Lobbyist der Zucker-, Alkohol- und Tabakindustrie. Ja? Denn diese Ideologien sind fast identisch mit den vorteilbringenden Irrtümern der zugehörigen Sparten, also zum Beispiel hier der Zucker-, Alkohol- und Tabakindustrie. Und diese Ideologien sind voll von den Sozialspartlern und den Gesundheitsspartlern und so weiter. Und letztendlich sind das alles Ideologien der Leistungsfeindlichkeit, die alle den Staat zerstören würden. Denn ich sage Ihnen das nochmal, wir alle leben von den Fähigen, nicht von den Unfähigen. Die Unfähigen kosten sie alle nur. Ja, also hier die ganzen Unfähigen. Ja, wenn sie hier sind, ja, nehmen wir mal an, sie sind hier. Von der Intelligenz, von der Qualifikation und von ihrer Leistungsfähigkeit und von ihrem Job her. Dann zahlen sie alle diese hier. Die finanzieren sie alle mit, die tragen sie alle mit. Ja? Also, wenn sie ein Durchschnittsmensch sind, dann finanzieren sie all das hier mit. Ja? Naja, ein kleiner Teil davon hier bringt vielleicht sogar noch ein bisschen Leistung, aber irgendwann fängt es ja hier schon an, dass die mehr beziehen, als dass sie bringen. Ja, das fängt ja relativ früh an. Ja, es fängt ja nicht erst an, wenn die Leute Hartz IV bekommen oder so, sondern es fängt ja schon sehr viel früher an, dass diejenigen, die etwas bringen und einzahlen, sind, glaube ich, nicht allzu viele. Ja, also ich glaube, es hat jemand mal gesagt, dass es sind, glaube ich, nur ein paar Millionen, also so vielleicht so 30 Millionen von 80 Millionen, die überhaupt irgendwas bringen. Und die anderen kosten alle nur. Auch wenn sie arbeiten. Also es gibt ja viele, die arbeiten und die kosten trotzdem nur. Ja? Oder auch Behörden zum Beispiel. Dort arbeitet man und bekommt Geld und man bringt einen gewissen volkswirtschaftlichen Nutzen. Aber oft ist der volkswirtschaftliche Nutzen, den man erbringt, weil die Behörden ja unheimlich ineffizient sind und sich aufgebläht haben auf unser aller Kosten. Das heißt, vielleicht bekommt jemand 3.000 Euro Gehalt, aber sein volkswirtschaftlicher Nutzen, den er in dieser Behörde kreiert, ist vielleicht nur 1.500 Euro. Das heißt, dann bezahlen Sie den mit 1.500 Euro monatlich sozusagen. Da zahlen Sie mit, ja. Also von daher
sozusagen. Wir leben alle ja letztendlich wahrscheinlich von diesem Teil hier. All die zahlen überhaupt was ein und die anderen, die nehmen mehr, als sie einzahlen. Ne? Und das ist das die Situation wahrscheinlich. Ne? Ja, Sie merken, diese Sendung war extrem schwierig. Vielleicht auch, weil ich gestern ein bisschen was Ungesundes gegessen hat und das sofort auf meine Gehirnleistungsfähigkeit schlägt. Kann gut sein, das halte ich für sehr gut möglich. Ja. Vielleicht bin ich mal wieder auf ein Märchen reingefallen, dass der Mensch doch ab und zu Eiweiß bräuchte und vielleicht hat mich dieses Hühnchenfleisch doch sehr vergiftet und mein Gehirn etwas schlechter arbeiten lassen. Aber ich denke, ich habe trotzdem alle wichtigen Inhalte gebracht, sodass diese Sendung, diese kleine Vorlesung trotzdem lehrreich sein dürfte. Und ja, letztendlich, also alle Parteien ruinieren unser Leben, weil sie voll sind von den vorteilbringenden Irrtümern all der eben gezeigten Sparten. Und weil diese vorteilbringenden Irrtümer irgendwie sehr eng zusammenhängen mit den dazugehörigen Ideologien, nämlich dieser Ideologie und diesen Ideologien. Und die Lösung liegt ausschließlich hier. Alle anderen, es gibt ja noch viele andere Konzepte, wir können auch über die Postwachstumsökonomie noch reden, die können wir noch mal hier mitdiskutieren und so weiter. Aber es gibt auch sonst noch viele andere Wirtschaftsvorstellungen, aber die gehören dann so eher in die Kategorie absurdes Theater. Ja? Also hier liegt die Lösung. Gutes tun, belohnen. Also, dass alle Teile der Gesellschaft entweder Ihnen Gutes tun, liebe Wählerinnen, oder pleite gehen. Und dafür haben wir am Ende nur eine Chance, dass dieses Orga-Team irgendwann uns hier bald die fertige Partei präsentiert, weil Sie jetzt dort mitmachen, jetzt schon mitmachen, auch wenn wir jetzt vielleicht die Basis wählen, weil alles schlecht ist im Moment. Ich wähle die Basis eben, weil alles schlecht ist und dann kann ich auch die Basis wählen. Und weil alles mein Leben ruiniert, dann kann ich auch die Basis wählen. Ja? Und das ist der Punkt. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist einfach der Wahnsinn zu groß und dann scheitert die Menschheit daran, dass sie dieses Problem, ja, welches Problem kriegt sie nicht in den Griff? Was kriegt die Menschheit, wenn sie weiterhin so degeneriert wie bisher, welches Problem hat sie nicht in den Griff gekriegt? Vor 0,4 Millionen Jahren, vor 400.000 Jahren, als es noch dabei war, bergauf zu gehen, die Erfindung von Tauschhandel, Markt, Arbeitsteilung und besonders Ferntauschhandel hat die Kurve zum Kippen gebracht, hat uns zu Kipppunkten gebracht, lässt uns immer weiter degenerieren und das ist vielleicht unaufhaltsam. Vielleicht mache ich alles, was ich mache und was der Weltrat macht, die Next Scientists for Future machen, alles völlig sinnlos, weil dieser Degenerationsprozess eventuell durch nichts aufzuhalten ist. Wenn Sie ihn aufhalten wollen, dann müssen Sie halt jetzt mal ein Mitglied hier, müssen Sie hier hereingehen und Mitglied werden und müssen hier Vorstandsmitglied werden und so weiter. Ja, ja, also, diese Vorlesung hat jetzt 1,5 Stunden gedauert. Tschüssi, bis bald und melden Sie sich für Samstag für den Gesprächskreis. Wie sind die Themen? Gesprächskreis Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaft, also und Weltrettung und Lebensgemeinschaften auf höchstem Niveau diskutieren über das Wie des besseren Lebens, das sehr viel besseren Lebens. Tschüssi, bis bald.